Brandt, ein Maler des Hochbarock, bekommt den Auftrag von Maria Theresia, der Herrscherin, der Erzherzogin, jene Landschaft rund um ihr geliebtes Schloss Laxenburg, da wo die Familie Sommerfrische hält, darzustellen und das revolutionär Neue und Ungeheure für ein hochbarockes Herangehen Johann Christian Brandts ist, er malt diese Landschaft südlich von Wien rund um Laxenburg tatsächlich real. Eine sogenannte Vedute, also ein porträthaftes Zeigen der Landschaft, etwas, was in der Kunstgeschichte bis dahin in dieser Form nicht da gewesen ist. 4 Tafelbilder, eine ganze Serie, die 4 unterschiedliche Tageszeiten eines Geschehens repräsentativ zeigen. Das alleine ist schon ganz erstaunlich. Wir erkennen die Orte ganz genau, wie beispielsweise Laxenburg von der Schneiderau gegen Guntramsdorf und Mödling dargestellt. Jenes Bild, das spätnachmittags das Zusammenkommen der Jagdgesellschaft repräsentiert und zeigt, wie, und das ist nun des Rätsels Lösung, die Reiherbeize funktioniert. Eine kleine Szene, 2 der Jäger, einer bereits vom Rücken seines Pferdes abgestiegen, sind damit beschäftigt, einem sogenannten Beizvogel, also einem Falken, ein trainierter, konditionierter Vogel, der für die sogenannte Beizjagd eingesetzt wird, den Reiher zu entreißen, den er erlegt hat, im Sinne der Jäger. 4 Stadien einer Jagd, das beliebte Freizeitgeschehen, das Hobby der Vertreter des Hochadels, des Kaiserhauses, die Beizjagd mit den Beizvögeln, nämlich mit Falken und anderen Greifvögeln, als einzige, die auch von den Frauen des Hochadels ausgeführt und praktiziert werden darf. Das Besondere und Ungewöhnliche an diesen 4 Tafelbildern ist, Johann Christian Brandt, der übrigens auch an der Akademie der Bildenden Künste, also jenem Institut, das von Erzherzogin Maria Theresia begründet wurde, als Lehrender die Studierenden heranführt an ein völlig neues Darstellen von Landschaft, indem er ihnen näher bringt, sie mögen doch nach Studien und Skizzen, die sie in der Landschaft direkt fertigen, die Bilder im Atelier dann ausformulieren. Zum ersten Mal in der Kunstgeschichte 4 Landschaftsdarstellungen aus unterschiedlicher Perspektive, die in die Tiefe leitend mit dem Einsatz des nebulösen Sfumato, um es mit dem Cinquecento zu sagen, so etwas wie Luftperspektive darstellt und den Raum, diese Hügellandschaft mit der alpinen Kette im Hintergrund tatsächlich glaubhaft und 1:1 glaubwürdig zu zeigen. Aber nicht nur das, auch die Figurengruppen in dieser Landschaft, die reitenden Jäger, die armen Bauern, die beobachten müssen, wie die Jagdgesellschaft über ihre bestellten Felder drüber fegt und alles den Erdboden gleich macht, aber auch die Kutschen, die Karossen mit der Entourage und der Erzherzogin, höchstpersönlich der Herrscherin dieses großen Reiches, Maria Theresia, die die Jagd als gesellschaftliches Ereignis sehr, sehr schätzte, das alles finden wir proportional vollkommen korrekt dargestellt. Größere Figuren im Vordergrund, immer kleiner werdende im Hintergrund. Also die zentralperspektivische Verjüngung führt sogar dazu, dass die Kutsche der Herrscherin nicht wie in der Bedeutungsperspektive üblich groß, mächtig und repräsentativ gezeigt wird, sondern im Hintergrund genauso klein und beiläufig wie alle anderen im Hintergrund befindlichen auch. Ich hoffe, Sie werden die Aura dieser 4 Bilder bald selber erleben können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Belvedere.